Hey Leute, und willkommen zum nächsten Part von Naruto Uzumaki Chronicles 2. Ich wollte schon Ultimate Ninja sagen, aber da sind wir falsch. Und zwar werden wir mit der Story weitermachen, weil, wie gesagt, Moment, wir können nochmal ins Geschäft gehen. Vielleicht kriege ich genug Geld zusammen, um nochmal was zu kaufen. Ach nee, kaufen brauchen wir ja nichts mehr. Ich meine jetzt, Skillfeld zu erweitern. Aber denke ich mal nicht, weil, naja, wie man sieht, wir kriegen nur 300. Ja, lohnt sich nicht. Sowas wie Eisenerz, Goldbarren und sowas, das kann man halt verkaufen, weil damit kann man nichts anfangen. So, wir machen weiter mit der Story. Grandma, you figured out a plan for defeating the Shirogane clan? We don't have anything concrete yet. We're still working out our strategy. For now, just prevent the clan from collecting all of the spirit orbs. On top of that, I want you to find the last spirit orb before they do. In order to ensure they can't revive the master puppet, correct? Yes. Also, regarding this particular mission, fire has erupted in Kisaragi village, east of our land. There have been numerous reports of puppet sightings near the village. I think we can safely assume that the clan set the village ablaze to cover their search for the spirit orb. Ugh, those jerks! They're really asking for it this time! Worry about saving the villagers first, you dummy! Like Sakura says, protecting the villagers is the priority. After you've rescued them, find the Shirogane clan and strike them down. Got it. Let's go, you guys. Right! We're on our way, ma'am. So, damit ist unser Auftrag klar. Das brennende Dorf retten. Wie gesagt, hier kann man nochmal Levelaufstieg, Geschäfte und nochmal separat speichern. Wenn man natürlich das Dorf verlassen hat und, man ist angeschlagen, da kann man hier ins Dorf zurückkehren. Und ja, wird dann vollständig geheilt. Wir tun das Dorf verlassen. Das ist hier die Oberwelt. Hier haben wir dann irgendwann Sunakakure. Das hier ist dann das Feuerreich, wie man hier sehen kann. Je nachdem, wie wir das hier sind, keine Punkte, ganz ehrlich. Es sind schon Punkte, aber hier kann man nichts machen, falls jetzt so Fragen aufkommen. Unser Ziel ist, wie gesagt, hier Kisaragi-Gakure. Oh, schweres Wort. Und wenn wir Pech haben, ja, es kommen Zufallskämpfe. Wenn man Glück hat, kommt man bei keinen. Am Anfang ist es sehr, sehr schwierig, gegen die Marionetten des Shirogane-Clans zu bestehen, weil die wirklich sehr viel aushalten am Anfang. Also dieses Spiel würde ich schon nicht als einsteigerfreundlich bezeichnen. Hier können wir anvisieren, aber das möchte ich nicht. Kakashi spiele ich jetzt noch nicht. Wir nehmen jetzt erstmal Sakura. Und zwar hat sie natürlich auch ein paar Jutsus drauf. Hier diese Schockwelle. Die kann ruhig auch mal was sammeln. Hier, komm, friss. Die Dinger sammle ich jetzt aus diesem Grund nicht ein, weil es bringt ganz einfach nichts. Ihr seht, bringt ein Tugend und daher bringt das nicht wirklich was. Ja, das ist der letzte Part, den ich heute aufnehme, weil ich habe auch nicht mehr Lust, ganz ehrlich. So, wir gehen weiter nach ins Dorf. Wieder ein Zufallskampf. Da kann ich euch noch ihr weiteres Jutsu zeigen. Und dann wäre es das auch mit Sakura gewesen, weil Sakura ist, wie gesagt, einer der schlechtesten Charaktere, die ich gelevelt habe, weil, wie gesagt, manche Charaktere kommen in der gesamten Story vielleicht auch nur einmal, vielleicht auch zweimal vor. Und da Naruto, wie gesagt, okay, das hat man schon. Jetzt nehmen wir das hier. Da lassen sie nochmal Chakra und eine Gesundheitskugel fallen. Und ja. Ah, Mist, da komm, doch, kommen wir nochmal ran. Deswegen werde ich jetzt. Ach, Mist, das wollte ich nicht. Oh, ich vergesse immer die Taste zum Wechseln. Ich denke mal, diese Story, also diesen Teil des Kapitels werden wir jetzt erstmal mit Kakashi spielen, weil der kommt dann eine ganze Weile nicht mehr, sage ich jetzt mal. Und damit ihr euch einen ganz einfachen Eindruck
habt, nämlich was die so drauf haben, sage ich jetzt mal. Am Anfang geben die nicht so viele, wie gesagt, das sind hier leichte Gegner. Und da die Charaktere alle gelevelt sind, weil ich habe am Anfang nämlich gedacht, wenn ich jetzt Let's Play, mache ich es komplett neu oder spiele ich es nochmal durch und dann mit den Charakteren. Weil so ist es, wie gesagt, einfacher. Aber wenn man wirklich nochmal komplett von neu spielt, ist das ein, wie gesagt, sehr, sehr schwer. Gerade gegen die Marionetten. Und darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Lust. Ganz einfach. Es sei denn, ihr wollt es irgendwann mal, dann werde ich es irgendwann nochmal neu Let's Playen. Ist ja selbstverständlich, wenn es mehrere Jahre zurück liegt und die Leute möchten unbedingt das nochmal sehen. Und ja, dann werde ich das natürlich nochmal Let's Playen. Ja, so schnell werden wir erstmal auf den Shirogane-Clan nicht nochmal stoßen. Aber wie gesagt, das Spiel geht nicht lange. Weil ich habe ja noch vor, eigentlich, wir gucken uns erstmal hier um, weil es gibt immer mal ein paar versteckte Truhen, die wir finden können. Und ja, die, wie gesagt, enthalten immer mal ein paar Items für unsere Gesundheitsregeneration oder stärken vielleicht sogar auch mal unsere, permanent unsere Fähigkeiten, wie zum Beispiel Taijutsu und Ninjutsu und sowas. Daher muss ich halt aufpassen. So, weg damit. Wir können, wie gesagt, nur immer ein Item davon tragen. Und ja, die sind nicht wirklich sonderlich stark. Und ich habe ja, wie gesagt, auch noch vor, Budokai Tenkaichi 3 zu Let's Playen. Und da wurde ich von ResiPower gebeten. Also ich hoffe, du guckst dir das gesamte LP an, damit du die Informationen kriegst. Ich hoffe natürlich nämlich, dass wenn ich es aufnehme und dann auch noch per Skype oder Teamspeak, je nachdem was er hat, seine Stimme und so mit aufnehmen zu können. Weil wie gesagt, ich denke mal, er ist riesen Dragon Ball Fan, dass er da mitmachen möchte, sage ich jetzt mal. Doppelgänger werden dich auf Bereiche hinweisen, die du dir ansehen solltest. Erzeuge sie durch längeres Drücken von R1. Ja, wir könnten auch mit Kakashi, aber der erzeugt nur einen, weil er so cool ist. Ja, hier kann ich aber nichts machen, weil hier nur der Wegweiser ist. Wir gucken uns erstmal nochmal ein bisschen um, ne? Machen wir es so, komm, du musst mir jetzt eigentlich da auf die Wand hinweisen. Genau. Das muss ich nur mal. Okay, Viereck. So war das. Und ja, aber wann ich das machen werde, weiß ich halt noch nicht. Weil ich möchte so viel wie möglich erstmal in den Ferien vorbereiten. Und dann werde ich mich mit dir, ResiPower, ich hoffe, du guckst zu. Ansonsten muss ich dir mal auf die Finger hauen, wenn wir uns mal zu Gamescom treffen dieses Jahr. Und ja. Wie gesagt, da setzen wir uns nochmal zusammen und werden das mal besprechen, wann wir es machen. Und wie gesagt, dann werde ich das so versuchen, dass wir da nicht so viele Sessions brauchen, um da das schnell wie möglich durchzukriegen. So. Okay. Hier können wir, glaube ich, nochmal zurück, aber das wollen wir nicht. Oder gibt es da hinten was? Ach nee, nee, da war ja nichts. Ja. Aber wann ich jetzt nochmal irgendwie ein anderes Naruto-Spiel Let's Playen werde. Kann ich da irgendwie irgendwann mal hoch oder so? Wie komme ich denn da rüber? Da ist doch noch eine Kiste oder. Moment, Moment, Moment. Wir gehen nochmal zurück. Mir scheint nämlich, dass ich da total was übersehen habe.
ja, untersuchen will ich jetzt nicht. Ja. Wie es bei Budokai Tenkaichi 3 werden wird, weiß ich, wie gesagt, noch nicht, was ich da alles zeigen werde. Die Story an sich, ja, klar. Aber dann gibt es, wie gesagt, noch so einen Tournament-Modus und allen möglichen Kram. Aber das, wie gesagt, liegt noch in den Sternen. Weil die gesamten Ferien will ich auch selber erstmal nutzen, um so viel wie möglich aufnehmen zu können und so. Weil, wie gesagt, dieses Projekt hier ist auch nur im Vornherein aufgenommen, weil eigentlich nach Tekken 4 will ich Dead Aim dann nebenbei, wie gesagt, neben diesem Let's Play hier. Also morgen werde ich definitiv nicht nochmal zum Aufnehmen kommen, es sei denn, ich habe Lust. Dann werde ich dieses Let's Play hier weiter vorbereiten. Und die nächsten Tage werde ich mich dann an Dead Aim setzen und dann immer so, so immer mal ein bisschen Dead Aim, dann mal ein bisschen Uzumaki Chronicles. Und ja, bis das Let's Play dann beendet ist, dann werde ich mir wieder eins suchen, was ich schnell aufnehmen kann. Und wie gesagt, damit ich immer was im Vorrat habe, das ist so mein Plan. So. Also werde ich dann praktisch immer ein Let's Play, was schon lange aussteht, also ansteht, weiterhin aufnehmen und ein neues anfangen, damit das halt dann auf der hohen Kante liegt, falls ich mal wirklich was brauche, um ja, Schattendoppelgänger zu untersuchen. Such meine Schattendoppelgänger. Warte mal, okay. Wieder mal so ein Kanister, den wir kaputt machen müssen. Zerstören wir mal. Ich glaube, das hätte ich sowieso zuerst machen müssen. Genau. Das hätte ich ja da nicht hingekonnt. Weil jeder, der es selber spielen wird, dieses Spiel, wird am Anfang nämlich sagen, dass das so scheiße. Ja, natürlich, wenn man richtig Skill hat, dann erscheint es einem nicht schwer. Aber ich sag ganz ehrlich, wenn ich nämlich die Möglichkeit habe, nämlich ja, ich sag mal, die Charaktere zu spielen, die ich schon aufgelevelt habe, dann mache ich natürlich das. Weil, wie gesagt, das ermöglicht mir nämlich das ja, schnelle Video produzieren und dass ich ja, nicht in Rage nämlich abfahre oder so. Kann man hier was prüfen? Nee, das war woanders, okay. So, erstmal gucke ich mich hier um, bevor ich mich um euch Säcke kümmere. Lass was Gutes drin sein. Ja, Medizin, das ist gut. Fragt mich auch nicht, ich kenn auch nicht jedes Item hier im Spiel. An einige Kisten bin ich auch nie rangekommen. Vielleicht weiß ich auch gar nicht, wo alle Kisten sind. Aber die, ich denke mal, die ich auf dem Weg finde, werde ich natürlich auch mitnehmen. Ist ja wohl klar. Ah, hier guckt man dann. Moment mal, da will ich mal was gucken. Ich gehe mal darüber. Ah, seht ihr? Gesundheitsrolle. Das ist ein Permanent-Item. So viel ich weiß. Erhöht die Gesundheit, das mache ich bei Naruto. Weil wie gesagt, der ist in jedem Kapitel dabei. Und der nimmt sämtliche Items, die seine Werte permanent verbessern. Es sei denn, es geht nicht mehr, dann kriegt es einem halt irgendjemand, der damit halt im Team ist. Oder ich werde sie halt ansparen und wer weiß, vielleicht kann ich die gut verkaufen oder so. Mal gucken, das weiß ich wie gesagt noch nicht. Sonst kriegt das immer Naruto, weil der in jedem Kapitel dabei ist. Kommt her hier. Wie gesagt, es ist nicht so aufwendig, dieses Spiel hier, gerade wenn man es ein paar Mal durchgespielt hat. Und ja. Actually,
We're on a mission to figure that out. Hmm. You're not connected to the Shirogane clan, are you? How did you know? Aha! So you guys are connected! Fess up already! Hold it! You just don't know when to quit, do you? Well, I wasn't expecting him to come clean easily. Finally gotcha! There's no escaping now! Hey, wait! Where'd he go? This is no time to just be standing around. What is this? I'm betting it's the Shirogane clan's puppet. Careful, here it comes. There was supposed to be a spirit orb in this village. Efforts were for nothing. It disappeared! The bandit's gone too. They got us. Man, they're asking for it! Just wait! Sensei, there's something that's bothering me. The Shirogane clan used puppets to launch their first attack, right? So why would they use bandits for this one? Good point. We should report back and begin analyzing what's happened. But first, why don't we help the village's firefighting efforts? So. Der nächste Auftrag lautet, zurück nach Konoha und Bericht zu erstatten. Ist ja wohl klar, ne? Wenn sonst nichts rot angezeigt wird, ist es meistens immer so, dass man dann zurück nach Konoha muss. Wir gucken gleich mal bei Levelaufstieg. Also beim Gedenkfels, wenn wir in Konoha sind. Wir haben natürlich auch noch ein zweites Jutsu, das wollte ich euch zeigen. Flammendes Schwert oder Raikiri manchmal auch genannt oder Shidori. Aber warum das immer mal ein bisschen einen anderen Namen hat, das Jutsu, habe ich auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Los nach Konoha zurück. So, weiter geht's gegen euch, Maden. Ach, das Geld. Geld ist wichtig. Wie gesagt, die meisten Charaktere aus Naruto kommen hier auch gar nicht vor. Gesundheit und Chakra wiederhergestellt. So, wir gehen erstmal ins Geschäft nochmal, weil wir haben ja ein Geweih. Das ist für uns unnütz, das können wir verkaufen. So, verkaufen. Haben wir irgendwas noch für Chakra? Nee, Arznei. Hier. So. Und auf zum Levelaufstieg. Vielleicht kann Kakashi hier aufsteigen, aber das wage ich zu bezweifeln. Weil der braucht ja auch nicht gerade wenig. Ich glaube, der ist sogar höher gelevelt als Naruto. Naja. Es gibt ja wie gesagt keine Levelanzahl. 900, 900, 9, 7, 1000, 7. Also da fehlt noch einiges. Bei Sakura brauche ich nicht nachgucken, die kommt nicht mehr so oft vor. Und die werde ich auch wie gesagt kaum spielen, weil die nicht so hart reinhaut. Ab zum Hokage-Raum.
A group of bandits, huh? Yes, that is rather strange. Here's my take on the situation. They had already fought several other nations before the Land of Fire. And they lost even more puppets by attacking the Hidden Leaf Village. Yeah, because I busted up so many of them! Don't be so full of yourself. So the reason they teamed up with this group of bandits was to compensate for their losses while they worked to create new puppets. Maybe. Well done. This is a very useful piece of information. If it's human opponents we're dealing with, we can form a plan. I'll call a meeting later. Until then, you're all on standby. What? Ah, that's so lame! You have something you'd like to say? Sorry, ma'am. Come on, Naruto, let's go! Oh ja, die Sakura hat sehr viel Temperament. Ja, nächste, fangen die Banditen. Schiffskampf. Da werden wir auch wieder neue Charaktere zu Gesicht bekommen. Jetzt muss ich gleich nochmal separat abspeichern, sonst kann ich den ganzen Mist nochmal neu spielen. Weil den Scheiß mache ich nicht nochmal mit wie bei Tenchu. So. So Leute, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Seid auf jeden Fall im nächsten Part wieder dabei. Und haut rein und ciao.